Willkommen zur Star Wars Time First Generation. So, jetzt war, wir hatten die Celebration, die sogenannte Conventions, die kommen halt alle noch. Ihr könnt dann in Dortmund, Oberhausen, die etwas größeren und die etwas kleineren sicherlich. Star Wars Never Ending Story. Zu einem, Rey ist kein Skywalker. Rey hat sich ihrer dunklen Seite oder überhaupt ihre Seite gestellt. Kann sein, dass sie sich selber da gerade mal wieder gefightet hat, um ihrer Angst zu begegnen, denn irgendwann käme sie. So richtig funktioniert das ganze Hollywood-Gedöne nicht, wenn ich das ehrlich sagen darf, weil es passt ja alles nicht. Sind immer 30 Jahre dazwischen, ja, 15 Jahre dazwischen und so weiter und so fort. Und dann waren andere Regisseure dazwischen, die andere Sachen auf den Weg gebracht. Und jetzt musste halt J.J. Abrams seine Sache mit 7 über 8 in 9 wieder neu implantieren, neu zusammensetzen. Wenn wir großes, wirklich, wenn wir großes Glück haben, läuft der Film 240 Minuten. Das wäre super Glück, so einen richtigen Wahnsinnshammer zum Schluss, fast 4 Stunden zu sehen, alles drin, was man irgendwie im Ansatz hätte gebraucht, aber schätzungsweise wird das wohl nicht so sein. Disney bezahlte und Lucas, also Kennedy, wird dann wohl weiterhin auf etwas setzen, nämlich Serien. Disney Plus ist nun mal jetzt ab November, ab 12. November ist dann Mandalorian. Für uns leider noch nicht. Wenn wir ganz großes Glück haben, erleben wir das ja vielleicht doch noch 2019, aber wird wohl nicht sein, man weiß es nicht. Vielleicht später im Sommer 2020, dass wir dann in den Genuss von Disney Plus kommen und dann Mandalorian oder dass sie sich da was einfallen lassen. So, Star Wars ist überall abrufbar, bei Amazon, bei YouTube. Um die 13, 14, 18 Euro, je nachdem, Stream-Anbieter. Ihr könnt auch die anderen Serien da zusätzlich einkaufen oder ihr seid bei Netflix und könnt dann zum Beispiel die Klonkriege da sich nochmal ansehen. Und wenn man Glück hat, kann man dann da auch die 7. Staffel sehen, wenn man Glück hat. Im Moment wissen wir ja alles nichts. Im Moment konnte man auf der Convention und dann auf der Celebration die davor, also die Merchandising, die Sachen ansehen, die da zu kaufen sind. Ja, die Frage lautet nur, welcher Fan bist du? Was identifiziert dich mit Star Wars? Das ist an sich mal eine Frage, die gestellt werden muss. So ein Allrounder hier, First Generation, der Allround alles mag, wirklich alles mag, auch Resistance mag und auch Rebels mag und Ahsoka, ja, auch die anderen Figuren, die da uns näher gebracht wurden, werden von mir, The First Generation, gemocht. Ich habe leider noch, also ich habe viele First Generations hier, die also Star Wars mögen. Das ist so eine Art Rand, also sie identifizieren sich nicht damit, sie sind auch nicht The New Generation. Wir haben ja mehrere Generationen. Wir haben The First Generation, die mit 4 und 6 arbeiten musste und dann hellauf begeistert war, wie 1999 plötzlich 1, 2 und 3 und Klonkriege dazu kamen. Das wäre dann sozusagen diese Second Generation, die zweite, die halt mit Klonkriege und mit dem Ganzen und auch mit dem Gaming dann konfrontiert wurden, ab 99 aufwärts. Wir hatten ja die ganz kleinen Mini-Dinger da, wir hatten auch den Amiga, da gab es auch ein Star Wars Spiel, da kann man auch nicht allzu weit, weil man an die mechanischen Grenzen stößt. Da sind wir beim Kern der Sache. Es gibt ja noch eine Star Wars Geschichte für die PCs, wohlgemerkt Fallen Order, beziehungsweise das andere mit dem Dark Lord. 3D, wer mit 3D arbeitet, abwarten, liebe Freunde, abwarten, abwarten. Nicht so